Was geht ab, Männers? Hallo. Wenn ihr hier ankommt, direkt aufstehen, Dings, ja? Fernando ist da gerade beim Friseur drin, ja. Marek und Sergen, Bitcoin ist da, ja. Marek und Sergen? Wie geht's euch? Ja, ich bin nicht gefahren. Ist da über ein Weg, ist dir? Ja, auch gut, ne? Kann ich schlagen, ne? Bist du kein OG mehr? Doch, wieso? Achso. Ich hab nicht so viel Lila gesehen. Achso. Ah. Ja. Modus. Na, ich laufe gerne ein bisschen freizügiger hier rum, ne? Ich habe ja einen schönen, stabilen Körper, den kann sich ja sehen lassen, weißt du? Und hier am Strand Vespucci ist das halt üblich, dass ab und zu die eine oder andere Dame vorbeikommt. Ist der erst schön geworden, der Körper, nachdem du ihn bemalt hast, oder war es schon immer schön? Der war schon immer schön. Aber wenn du da zufrieden warst, wieso hast du dich dann angemalt? Weil ich es noch besser fand, so, ne? Das ist belastend. Auf jeden Fall. Dann waren sie aber nicht zufrieden, mein Freund. Sehr belastend. Wieso? Jetzt bin ich ein Kunstwerk, ja? Salam alaikum. Alaikum. Oder ein Ölgemälde. Wieso ich? Voila. Komm mit auf das Anwesen. Check. Gracias. Kann mich wer am Krankenhaus abholen? Was kann ich für euch tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt mitbekommen, dass wir mit den Sinaloa einen Krieg hatten, richtig? Ja, sie. Okay. Während dieses Krieges haben wir festgestellt, weil kurzfristig die Sinaloa auch auf die Idee gekommen ist zu sagen, wir nehmen doch Langarmwaffen. Lustigerweise hatten die kurz danach Langarmwaffen. Dann haben wir uns gefragt, wie sind diese Langarmwaffen in die Hände des Sinaloa-Kartells gekommen? Ihr habt doch darauf bestanden, dass da Langarmwaffen reinkommen in den Kriegsvertrag. Nein. Die erste Verhandlung des Kriegsvertrages war, wir haben einfach gesagt, aus Fairness halber, wir nehmen keine Langarmwaffen. Ein Tag später, am selben Tag, kurz bevor der Krieg angefangen hat, einige Stunden davor, hat sich die Leadership dann doch geeinigt zu sagen, okay, Langarmwaffen sind erlaubt. Eure Leadership. Beide Leadership. Darf ich Chico mal anrufen, hierher rufen? Oder wollt ihr das hinter seinem Rücken reden? Gut, bueno. Seine Geschichte war nämlich komplett anders. Warten Sie mal, das Sinaloa-Kartell hat keine Langwaffen, sagen Sie? Oder rufen Sie einfach. Genau. Ja, yeah, okay. Chico, hermano. Wir brauchen dich einmal hier beim OG anwesend. Wir müssen einmal was aufklären. Genau richtig. Beim OG anwesend? Ja, yes, hier auf deren Dächern. Auf deren Dächern? Ja, yes, hier, wir sitzen hier auf der Couch. Alles gleich, komma. Bis gleich. Bis gleich, adios. Hola, Chico, hermano. Hola, Chico. Setz dich doch zu uns. Eins will ich loswerden. Jetzt erzählen. Ach so, ja. Nein, erzähl. Wir haben dem alten Oktogramm so oft geholfen. Mhm. So sehr. Wenn ihr das neue Oktogramm seid, dann verstehe ich auch, warum unsere Freundschaft so zerbrochen ist. Sehr traurig. Mhm. Wie kennen deine Hilfen, Mr. Wren? Alles gut. Ja. Marek, jetzt kannst du nochmal wiederholen, was du gesagt hast und wie du es gesagt hast. Also ich kann Ihnen das gerne erklären, Mr. Bitcoin. Ich würde, ganz ehrlich, Hermano, ich höre dich sehr gerne reden, du hast eine angenehme Stimme, so wie Honig. Aber das Problem ist, dass Marek es gerade gesagt hat und ich möchte gerne, dass sie gleichen Worte benutzt. Das wäre sehr, sehr liebreizend. Dann sag es, genau das, was du gesagt hast. Worauf war das nochmal bezogen? Dass ihr nicht darauf, dass ihr beide Seiten drauf bestanden habt, Langwaffen zu benutzen. Ja, genau. Gute Frage. So, Chico, bezüglich des Vertrages. Bei den Langarmwaffen. Wann kam es dazu, dass wir es doch abgeändert haben, dass doch Langarmwaffen genutzt werden dürfen? Nachdem Abu bei euch war. Was hat Abu gesagt? Keine Ahnung, er hat das mit euch geregelt. Auf einmal hieß es nur, ja, Abu hat das geklärt, Langwaffen dürfen doch benutzt werden. Es kam nichts von unserer Seite. Ja, ich hab halt mit Abu geredet. Ich alleine. Dann ist es doch besser, wenn Fernando redet, weil wenn Marek redet, der das gar nicht weiß, dann ist es ein bisschen schwierig. Das tut nichts zur Sache, ändert auch nichts an der Tatsache, warum wir euch hier hingebeten haben. Das ist vollkommen egal. Aber es geht ja darum, dass ihr gesagt habt. Aber warte, Moment. Da brauchen wir auch nicht so kleinkariert. Herr Mann, das hat nichts mit Kleinkariert zu tun. Es geht darum, es geht am Ende des Tages darum, dass in diesem Krieg Langarmwaffen genutzt wurden. Okay, hör zu. Jetzt hast du gerade einfach 12 Sachen übersprungen, Mira.
Jetzt auf einmal. Eben gerade haben wir alle darauf gewartet, dass Chico herkommt. Jetzt ist er hier und jetzt sollen wir Kleinkariet sein, Romano. Ich bitte dich. Kleinkariet ist nur meine Hose. Meine Hose, Mierda! Verstanden? Meine auf jeden Herr, Fall. Lass uns doch nicht vor unangenehmen Themen flüchten. Wenn die Wahrheit zum Vorschein kommt, lass uns doch zu Check, meine Hose. Warum soll das unangenehm sein? Also wenn ich ausweiche, das Thema zumachen will, wäre es mir unangenehm. Fee. Natürliche Reaktion, mein Freund. Ich verstehe, warum wir die Sache vielleicht erklären. Wir haben Chico doch hier hingerufen. Chico, erzählen Sie, wer hat darauf bestanden, dass Langarmwaffen benutzt werden? Naja, Hermann, laut meinen Informationen, die Ossis. Das ist doch erstmal irrelevant. Ich habe mit Abo gesprochen. Auf einmal, Digga. Hab gesagt, ey, wir sind im Kriegszustand. Lass uns einfach alles benutzen, was wir haben. Wir haben nicht umsonst im Battle Royale Event die Münzen gewonnen und dadurch unsere Waffen hergestellt. Dann sag das doch von Anfang an. Wieso muss Marek denn die Tatsachen verdrehen, Hermano? Das ist gar nicht schlimm. Ich habe sogar gesagt, ich hätte genau das Gleiche getan. Genau das Gleiche. Was denken die? Mir natürlich, ich habe Langwaffen, ich schieße mit all meiner Gewalt. Wenn ich einen Panzer habe, benutze ich einen Panzer. Aber Marek, Hermano, wieso musstest du das gerade so darstellen, als ob ihr beide das wolltet, Hermano? Aber egal. Weil das meine Information war. Ja, die war wieder mal falsch. Alles gut, Hermano. Ja, aber wieder mal falsch. Wann habe ich denn das letzte Mal falsche Information? Schon öfters, Hermano. Nein, warte. Sag mir einmal. Dann lagen sie jemals richtig. Einmal Ruhe, ja? Was ist los hier? Und Abo hat auch gesagt: Ja, benutzt die, wir wissen eh, was wir machen. Anscheinend hat der im Hinterkopf gehabt, dass er auch Langwaffen sich besorgen kann. Ist der Bitcoin. Ab wann wusstest du das, Chico, dass du Langwaffen auf einmal bekommst? Eine Stunde vor dem Krieg. Gracias. Also, gibt das nicht als Argument dafür, dass die dann am Ende doch gesagt hat, benutzt einfach Langwaffen. Das haben die gesagt, bevor die überhaupt wussten, dass sie Langwaffen bekommen. Nur, dass ihr es wisst. Sie waren manns genug. Gut, aber alles Gute, Mann. Zu wissen. Ja, bueno, jetzt ja, dreht ja, das genau das nicht so hin. Aber das hat ja eh nichts mit der Sache zu genau, tun. Genau, richtig. Das ist eine Nebeninformation oder eine Randbedingung. Nee, das war noch Thema gerade. Ja, das stimmt. Um ehrlich zu sein, wurde genau das als erstes erwähnt. Alles gut, Hermanos. Ich erzähle, worum genau. Es geht. Es geht darum, letztes Mal, wo Kalis im Konflikt mit dem Blatz waren, haben wir aus dem Krankenhaus einen Blatz mitgenommen und bei denen in der Hut abgelassen. Mr. Breitenberg hat von uns eine Entschuldigung erwartet, beziehungsweise, ja, eine Entschuldigung erwartet. Ich werde die so hopsen jetzt, kommt! Guckt jetzt. Und die gleiche Tatsache ist ja auch zwischen uns und der Sinaloa. Welche wäre das, Fernando? Dass wir miteinander im Konflikt, beziehungsweise im Krieg sind. See. Und die Kalis sich einmischen. Nein. Hermano, Breitenberg. Gleich kommt so eine Schelle, Mierda, die hat er in seinem Leben noch nicht gesehen. Ich weiß. Was war das? Alles gut. Was ist das, Fernando? Wie? Was ist das? Alles gut. Was denn das Gleiche? Haben wir einen vom Krankenhaus abgeholt oder was? Schlimmer. Schauen Sie mal. Was? Dann sag es mir. Sprech mit offenen Karten, bitte. Sie sind im Krieg mit dem Platz. Wir wissen davon nichts. Wir nehmen die mit, lassen die bei denen in der Hut ab und kriegen so gesehen eine Ansage von Breitenberg, dass wir es unterlassen sollen, weil das ist ein Konflikt zwischen Kali und zwischen Blatz. Bueno. Weiter? Nee. Jetzt kommt zum Punkt, Hermano. Was haben wir getan? Sag es mir. Sie haben sich bei uns in den Konflikt eingemischt, beziehungsweise in den Krieg. Jetzt möchte ich wissen, wie. Moment, Breitenberg, Moment. Jetzt möchte ich wissen, wie. Ja. Oh, schön warm hier. Langwaffen. Ja. Das zündet sich gleich an. Weiter. Indem sie ihre Langwaffen abgegeben haben an die Sinaloa. Okay. Und jetzt kommt's, Hermano. Sind wir denen in den Arsch gekrochen, so wie ihr den Platz? Oder habe ich denen eine scheiß Dienstleistung gegeben, weil ich ein verfickter Waffenhändler bin, Hermano? Ich mache so mein scheiß Geld. Ich habe dafür was bekommen von Chico. Ich habe dafür was bekommen. Und hättet ihr mich gefragt, dann hätte ich euch die auch gegeben, so wie alle anderen Waffen auch. Die ich euch gerne verkaufen kann. Egal in welcher Beziehung wir sind. Wir haben sogar mehr als ihr. Wir haben 5 Stück. Und wir haben denen nur 2 gegeben. Und für 2 haben die später diese 50er extra gegeben an uns. Was willst du jetzt? Was jetzt? Ha?
Das war eine Dienstleistung. Ich bin Waffenhändler, ich bin Geschäftsmann, Hermano. Warten Sie, Mr. Bütgen, wissen Sie noch, als wir mit dem Platz im Krieg waren? Auf einmal wurden doch Waffen verkauft an die OGs. Oh mein Gott. Bitte? Was ist damit, mein Freund? Ja, wissen Sie das nicht? Die Blatts verkaufen regelmäßig an die OGs Waffen. Die schieben sich alle gegenseitig alles hin und her. Die verbringen den ganzen Tag zusammen. Ich weiß noch, wo Frank hier auf diesem Dach da oben saß. Hey, Carly kommt. Oh, ich schieß mit. See. Was ist damit? Aber gut, wenn ihr eine Kugel trifft, ne? Wenn ihr eine Kugel trifft und er wusste vorher nicht, was wir kommen? Natürlich nicht. Konnte niemand ahnen. Alles gut. Ihr wisst es natürlich ganz genau, dass er so gedacht hat. Breitenberg, setzen Sie sich doch lieber wieder hin. Ja, alles gut. Stimmt, okay, Verzeihung. Weiter, Mano, weiter im Text. Wir sind immer noch in der Diskussion, wieso ich das getan habe. Also wie gesagt, ich bin ein scheiß Waffenhändler und ich verkaufe... Waffenhändler bist. Genau richtig. Ich gebe Waffen an, wen ich will mir, das ist mein Geschäft. Mein Geschäft. Ihr wolltet die scheiß Drogenrouten? Nehmt sie euch, Hermano. Niemand steht euch im Weg. Nehmt sie euch. Ihr habt eine Route jetzt hier, die Weed-Route, die habt ihr euer Auge drauf, ist noch nicht eure und ihr wisst nicht mal, wie ihr die bekommt. Das ist das Lustige, wir schon. Aber wir wollen die Scheißroute nicht. Die interessiert uns nicht. Woher weißt du das denn? Weil die Route in exakt 24 Tagen erst verfügbar sein wird. Und wir wissen ganz genau, wie. Alles gut. Freut mich, dass ihr das wisst. Weiter im Text. Jungs. Ja. Hermano, jetzt sind die Platz ja hier weg. Jetzt könnt ihr endlich sagen, dass das euer ist. Richtig. War schon davor. Genau. Das sagen Vespucci. War es nicht, das wissen alle hier im Start. Definitiv nur. Der Einzige, der das gerade sagt. Ah, okay, Chico. Ich habe eine Frage. Wie oft haben die Blatz dir gesagt, dass Vespucci denen gehört und nicht den OGs? Täglich. Täglich, ja. Täglich. Und jetzt? Also, ich war bei dir, Bitcoin. Wenn der Tag lang ist, redest du viel. Okay. Ach, Werder! Weißt du, solche kriegen auf die Fresse und sagen trotzdem, sie haben gewonnen. Und jetzt? Okay, hört mal zu. Das ist so hart, Digga! Ich will nicht, dass es hier eskaliert. Leute, eine Sache möchte ich sagen. No, wieso soll das eskalieren? Lass mich jetzt ausreden. Wir sind hier auf meinem Anwesen, ich will jetzt reden. Gut, Sergen, reden Sie. Sie dürfen. Wie oft sagen Sie denn, dass euch die Stadt gehört? Wir nicht, die Bundeswehr und Polizei. Täglich? Sagt ihr das nicht täglich? Es wird uns in den Mund gelegt. Nein. In jedem Gespräch zwischen uns zwei kommt das mindestens einmal vor, dass ihr sagt, dass euch die Stadt gehört. Ist das richtig? Kann sein, definitiv. Aber ich meine in einem anderen Sinne, dass uns die Stadt gehört. Wir haben die größte Kontrolle hier. Wir haben die meisten Beziehungen. Ja, ihr zieht es doch gerade, habt es doch gerade bezogen auf die Blatt, dass ihr das täglich benutzt. Hört zu, Hermano, es gibt einen Unterschied. Es gibt ja einen Unterschied, dass ihr weiterhin, obwohl ihr beide gegenseitig sagt, euch gehört Vespucci, euch noch gegenseitig, nun ja, sehr viel Liebe gezeigt hat und Zuneigung. So Sie das wie, sehen, wie nicht mal meine Mutter hat mir nicht mal so viel Liebe gegeben, Mirra, wie ihr habt Mirra die Doppelmoral des Jahrtausends gemacht. Des Jahrtausends, Hermanus. Gut, ich bei bitte euch. Mundwerk wundert mich das nicht, dass deine Mutter dich nicht geliebt hat. Tja. Ach, der war lustig. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ich glaube, Marek ist etwas angespannt, weil er viel, nun ja nicht die Wahrheit oft gesagt hat. Bitcoin, waren es nicht deine Worte? Hey, Vito, Ruhe. Waren es nicht deine Worte? Wo du sagtest, hey, komm doch einfach nur zu zweit auf das Anwesen. Nur die Leadership, wieso bringst du deine ganzen Jungs mit? Wann heute? Nein, generell. Wo wir immer miteinander geredet haben. Ja, das stimmt. Aber? Da kommt ja noch einer. Ja, Mann, ich habe am Telefon aber gesagt. Moment, alles gut. Du redest von Doppelmoral. Alles gut. Fernando, klären bitte auf, bevor das eine unnötige Unterstellung wird. Gracias. Ich habe gesagt, hör zu, wir sind gerade eigentlich am Verfolgen der Bundeswehr, aber ich habe so viel Respekt, dass wenn ihr mich anruft, dass ich gerne zu einem Treffen komme. Denn ihr seid nicht irgendwer hier in der Stadt. Okay? Und ich bin nicht blöd, Hermanos, ich weiß, wer ihr seid. Und dann komme ich. Und ich habe gesagt, ich will meine Familie ungern irgendwo alleine lassen, dann nehme ich sie mit. Fernando sagte, okay. Und jetzt, Hermanos, ihr braucht ein wenig mehr Absprache. Nicht böse gemeint. Genauso wie ihr zum Beispiel mit Fernando und Marek jetzt. Man weiß ja nicht, bei dem, wer der Zwölfer ist. Das ist der Unterschied. Nein, Luke, lassen Sie das. Luke? Doch, weiß man. Ich bin der Elfer, Fernando ist Elfer, Sergen ist der Zwölfer. Punkt. Wie Sergen ist der Zwölfer? Ja, richtig. Das meine ich ja. Ja, Hermanos. Jetzt weißt du es. Hermanos, Beleidigung gegen den... Zwölfer muss jetzt nicht sein, Hermanos. Schauen Sie mal, irgendwie ist das so, ihr kommt bei mir hier aufs Anwesen, ja? Das ist RP, chillt mal. Ihr redet von irgendwelchen Schellen geben. Ja, du weißt, eine symbolische Schelle, Fernando, ich bitte dich. Ja, aber trotzdem, ich kann ja auch sagen, symbolisch fick ich dich auf Sinaloas Rücken.
Ja, no problem, Armano. Und Blatz habt euch symbolisch in den Arsch gefickt. Das wissen alle hier, Armano. Ihr habt komplett mir da euch gegenseitig Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Und das ist nicht mal so heftig symbolisch, Armano. Aber egal, hör zu, Fernando, ich bin bereit für jede Diskussion. Ich alleine gegen euch alle, no problem, Armano. Das ist mir scheißegal. Aber das machen wir hier nicht. Hör zu, Hermanos, das machen wir hier nicht. No problema. Wir können gerne weiter diskutieren, wie ihr seid. Ich bin wegen der Sache hier, claro, weil ich an den Hermanos hier deren Waffen gegeben habe. Und das war mein Geschäft. Und jetzt weiter im Text, Hermanos. Was jetzt? Wie, was jetzt? Kriege ich mit der Route eine auf mein Kolo? Was jetzt? Das ist mein Geschäft. Hermano, jetzt stell dir mal vor, ich komme zu euch und sag euch, hey, Hermanos, ich habe gerade Krieg mit den Sinaloas, wieso verkauft ihr den Drogas mir da? Dann lacht ihr mich aus, oder nicht? Lasst mein Geschäft sein. Und ich lasse euch euer Geschäft sein, sieh? Ich rede nicht von den Pistolen, wir reden immer noch von den Langwaffen. Das sind Langwaffen, das ist mein Geschäft. Ich bin ein Waffenhändler mir da. Okay, hat Sinalo noch die Langwaffen? Oh mein Gott! Alaikumsalam. Sie können 5 MPs mieten, wenn Sie wollen, mein Freund. Hermano. Hör zu, bezahlt haben sie eine 50er für die beiden MPs, für sich, okay? Und wir haben auch nur zugestimmt, weil wir wissen, man, ihr habt die nicht abgenommen, die Waffen. Sagen wir es so, Romano. So, also war es rein theoretisch eine 100%ige Gewinnchance für mich. Und um ehrlich zu sein, hat mich das schon ein bisschen angespornt, einen fairen Kampf zu sehen. Sieh? Und wie mir berichtet wurde, war er fair. Beide Seiten waren sehr gut. OGs haben gewonnen. Punkt aus Ende, Mirla. Was wollt ihr jetzt noch? Du recht gewonnen. Habt ihr gut gemacht. Ich hätte es natürlich Sinaloa viel mehr gegönnt. Aber es ist nun mal passiert. Die OGs haben gewonnen. Glückwunsch. Gut gemacht. Genau das ist es, Mr. Bitcoin. Sie hätten es der Sinaloa mehr gegönnt. Mhm. Ja. Und da also fängt es auch schon direkt an. Moment, Breitenbeck. Okay, weiter. Und so fängt es ja auch schon an. Fernando? Hermano, ihr seid die Ersten, die mir wünschen, dass ich auf einer Bananenschale ausrutsche und mir das Genick breche. Des Weiteren ist es selbstverständlich, dass ich meinen größten Konkurrenten den Fall wünsche. Also Hermano, ich bitte dich. Seit wann sind wir Freunde, Mierda, und helfen uns gegenseitig die Leiter hoch? Fernando, Mierda. Jetzt will ich Ihnen mal was erklären, Fernando. Hören Sie zu. Ja. Wir gönnen Ihnen anscheinend nichts, aber Sie gönnen doch uns auch nichts. Ihr geht zu Artesch, ihr sagt zu dem, warum behandelt euch Kali wie Hunde? Obwohl ihr zu denen sagt, ihr kuschelt mit Kali. Und dann nimmt ihr die Lungengut ab. Das war so peinlich. Justiz. Bist du eine von uns? Freddy wird Anwalt. Ihr geht zur Justiz, Bundeswehr, Polizei. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, meinen eigenen Ohren gehört. Ja, Kali braucht eine Razzia. Die sind so schlimm. Die haben so viele Waffen. Warum macht ihr keine Razzia mit denen? Bei denen, oh mein Gott. Also, ihr geht zu Aiden, Chat, ich wiederhole nochmal, es ist RP, ja? Kali, Bitcoin unterdrücken euch. Ihr geht zu den anderen, sogar bei der Tafelrunde, da sagt ihr, Kali-Kartell. Die Waffenpreise, die stimmen nicht. Die ziehen euch ab, die machen dies, die machen das. Ihr besprecht am Würfelpark vor 200 Zivilisten. Mr. Bitcoin muss fallen. Geht auf die Waffenrouten. Was soll das? Die Preise sind scheiße. Ihr verkauft Waffen mit Platz zusammen für 300.000, für 200.000. Wie viele Waffen habt ihr bei uns bestellt? Ihr gönnt uns rein gar nichts. Und selbst das Continental ein Geschenk habt ihr bespuckt. Monatelang. Und wolltet es sabotieren und zerstören. Ein Ivanov habt ihr korrumpiert. Ihr gönnt niemanden in dieser Stadt irgendetwas. Ihr macht den ganzen Tag Fitner. Und Doppelmoral und Heuchlerei bis zum Geht nicht mehr. Und das auf eine schlechte Art und Weise. Ich weiß ja gar nicht, in was für einer Fantasiewelt du lebst. Fantasie? Wenn das Lügen sind, dann verlasse ich das Kali-Kartell. Er unterstellt uns Fitner. Euer größter Bund. Der Breitenbeck. No, ihr seid von Fitner befreit, Hermanos. Nur weil Breitenbeck weiß, wie Fitner funktioniert, heißt es nicht, dass ihr keine betreibt, Hermanos. Ich bitte euch, das ist ein schlechtes Argument. Ich arbeite immer mit der Wahrheit, die mit Lügen. Das ist der Unterschied. Häufig ist es so. Und weißt du, was das Lustige ist, Sergej? Ja? Weißt du, wie oft wir euch die Wahrheit erzählt haben und ihr habt es für Lügen gehalten? Und weißt du, woran das liegt? Das ist mir scheißegal, das ist euer Fehler gewesen. Wenn nicht du unser. Die ganze Zeit lügst, dann wird dir irgendwann auch keiner mehr glauben. Ja, das Problem ist, Hermano, dass ich im Allgemeinen kein Lügner bin. Klar, ab und zu muss man lügen, um seine Familie zu verteidigen. Das würde jeder tun. Allerdings kann ich dir sagen, mein Wort breche ich nicht. Wenn ich merke, während ich mein Wort jemandem gebe und er gibt mir seins, dass er es bricht, dann scheiße ich auf sein Wort. Dann ist das niemand. Keine Respektperson für mich, wo ich mein Wort halten muss. Da sollte sich vielleicht Breitenberg ein Beispiel an dir nehmen.
Schauen Sie mal. Am laufenden Band. Was? Schauen Sie mal, ja, okay. Mr. Bitcoin. Sehe, Fernando. Die Sache, was gerade die ganze Zeit der Mr. Breitenberg da erzählt hat mit der Justiz oder mit dem einen, dass wir zusammenarbeiten mit der Polizei, die ist das. Ja, mit Aal sogar am liebsten. Wo wir? Mit Aal sogar. lassen Sie mal das jetzt beiseite, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wo wir gemeinsam als Syndikat gesprochen haben. Was waren denn Ihre Worte, Mr. Breitenberg? Sie pflegen gute Kontakte zur Justiz, zur Polizei. Sie haben überall Leute. Ja, mein Job als Diplomat in einem Kartell. Aha. Und was hindert uns daran, dass wir keine Diplomatie in Dortmund spielen lassen? Fernando, soll ich Ihnen was sagen? Ich finde das sogar wirklich gut. Ich finde das gut. Insgeheim bin ich ein kleiner Fan von euch. Ich sehe eure Fortschritte, sagen wir es mal so. Ich finde das wirklich gut. Aber, nein, hören Sie zu. Der Unterschied ist, ich werfe das niemanden an den Kopf. See. Ihr wirft das uns die ganze Zeit an den Kopf. Und ihr das stellt ist der uns Punkt. So hin, als wäre es scheiße, aber dabei macht ihr es selber und das auf eine amateurhafte Art und Weise. Und auch noch extrem überschwänglich. Ich muss nur 5 Leute 2 Tage losschicken und ich kriege 30 Informationen über euch. Mhm. Wissen Sie, wie viele Spitzel ich von euch kenne, die ich sogar noch absichtlich fütter? Ja, du glaubst, die dankbar dafür sind, dass ich sie fütter? Denkt euch doch mal was Eigenes aus, bitte. Also, Hermanos, was wir damit sagen wollen ist, das ist absolut gar kein Problem. Niemand hat euch jemals ausgelacht dafür, dass ihr mit der Justiz zusammenarbeitet. Und außerdem, ich habe die Sache ist, wir arbeiten ja nicht zusammen. Bewegt euch mal. Die Blatz. Wie ihr das beschreibt. Die wurden ausgelacht, die Gangsmörder. Seid in welcher Welt? Wir sind einfach Anwälte geworden. Das ist doch gar nicht irgendwie mit Justiz zusammenarbeiten. Das ist wenn was wir Probleme Gutes. Haben, ja, wenn ja, also. Wir irgendwie Probleme haben, dann... Ich sag's Freddy ist einer eurer besten Männer. Zeig euch ehrlich, wie es ist. Ich mag diesen Jungen. Er hat noch viel zu lernen, aber er ist ein guter Mann. Breitenberg, wir sind nicht hier mehr da, um den Himmel hochzuloben, sie? Das ja, soll jetzt sie. Nicht OOC werden. Brauchen wir auch nicht, weil wir wissen, was für Männer wir haben. Ja, der Rest dann ist doch gut. Dann ist doch gut. Wir sollten trotzdem den Ball flach halten, Hermanos. Wir sollten uns immer noch so behandeln, wie wir uns gegenseitig sehen. Claro. Mit Respekt, ihr seid nicht irgendeine Straßenbande, das würde ich auch niemals behaupten. Ganz egal, ob ich euch hasse oder nicht hasse, das spielt keine Rolle. Ich sage nur, haltet euch aus meinen Waffengeschäften raus und ich halte mich aus euren Drogengeschäften raus. Deswegen kann es euch scheißegal sein, wie viele Waffen ich wen gebe, zu welchem Krieg, weil ich damit mein scheiß Plata mache, Mierda. Plata ist Geld. Geld ist wichtig. Bueno, das war's. Das ist eigentlich das ganze Gespräch gewesen, Fernando. Auf jeden okay. Fall. Also, ich gebe euch mal einen Denkanstoß. Ich wäre offen und bereit für eine mögliche Kooperation. Sie? Bevor das am Ende noch heißt, wir wollen uns gegenseitig Körperflüssigkeiten austauschen. Denn... Du erwähnst das ganz schön oft. Willst du denn Körperflüssigkeiten austauschen? Marek, bitte nicht. Am Rande gefragt. Marek, bitte nicht. Muss nicht sein. Ich schwöre. Adriano, du schiebst schon. Ich würde das gerne machen mit Jürgen, natürlich. Bitte. Also... Also ich wichse ihn an, er wichst okay, mich okay, ich würde sagen, wir lassen uns mit den Körperflüssigkeiten hier austauschen und bleiben beim Thema. Wusstest du das, Bitcoin? Moment, Hermano. Lightcoin, was ist los? Ist kein einziger vom Bundeswehr, es war auch. Warte mal, hat die Polizei nicht vorhin auf uns geschossen? Ich hörte, dass die Bundeswehr einen neuen Bunker gebaut hat. In Chat, seid ihr da oder schläft ihr? Gerade. Ich glaube, dieser Bunker heißt ein Loch buddeln und rein, Mierda. Und der Panzer macht's von oben zu, das Loch. Nun, also. Wir können uns ja mal Gedanken machen darüber, wie wir, was das angeht, eine Einigung finden können, ohne uns gegenseitig. Wir haben jetzt sehr, sehr lange, Mirda, Probleme miteinander gehabt. Sehr, sehr lange. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr lange. Stimmt, ja. Und ich könnte mir erhoffen, dass man sagt, Hermanos, es gibt mehrere Familien in der Stadt, die auf uns angewiesen sind. Auf mich sowie auf euch. Das können wir doch... Und auf gute Art und Weise ausnutzen. Ohne die Familien zu unterdrücken, aber so, dass wir alle davon was haben. Oder sehe ich das falsch? Richtig. Unterdrückung ist so oder so noch nie irgendwie meine Thematik gewesen. Gibt zu viel Unterdrückung auf der Welt. Eine Frage habe ich. Sie? Wie geht ihr mit den Grenzen um? Habt ihr da irgendwie Konflikte schon gehabt? No, die sind nicht, also wir, um ehrlich zu sein, sind diese ganzen Wärter, das sind ja nur Wärter, ja, die sagen uns, die schreiben uns eine SMS, wann wir durchkommen und dann fahren wir durch.
Wir haben alle Informationen, die benötigt sind für diese Grenzen. Wir wussten 20 Minuten vorher, vor dem Generalstart, dass die Grenzen entstehen. Glauben Sie mir, dass die Grenzen sind kein Problem. Das mit den Grenzen ist auch für die Waffenproduktion weniger das Problem, sagen. Ja, Ninjakin. Bruno, das weiß ich jetzt hier nicht, dass sie die geholfen haben, die OGs, den LCN, weil das ist ja wieder eine Doppelmoral von denen. Wenn ich fragen darf. Wisst ihr da schon irgendwas drüber? Ich hoffe heute, Mirda. Ich brauche unbedingt hier ein paar Gegner. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Mirda, aber ein bisschen Abwechslung tut nicht, tut gut, sag ich mal. Ich weiß ganz genau, von was du sprichst. Dankeschön. Ganz genau. Soll ich dir sagen, Sergin, dass das Problem ist, dass ich so viele Gespräche in Streitereien entwickeln, weil du weißt, die anderen Familien Mirda halten die Fresse. Du kannst nicht mehr, Mirda, egal was du machst. Sie lecken dir deine Huevos, Mirda. Das ist. Hat sich angehört wie eine neue Fanta. Das ist Huevos. Aha, Huevos heißt Eier. Ach so, ich dachte, eine neue Fanta dort. Ist der Ben? Aber ich weiß ganz genau, von was du sprichst. Okay. Keiner macht seinen Mund auf. Okay. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir werden grundsätzlich, wenn wir zusammenarbeiten, alle positiv gestimmt sein. Unsere Laune wird sich bessern, ihr wisst warum. Eine andere Sache ist, wir brauchen Schwarzgeld, ihr braucht günstige Waffen. Wir haben Feinde, die wir heranzüchten oder die im Verborgenen sich hocharbeiten. Wir haben die Justiz, die weg ist, und wir haben einen Militärstaat, der gegen uns agieren will. Wir haben Zäune, Jets, Panzer, Schilde, Langwaffen ohne Ende auf der Gegenüberseite. Und wir haben die Möglichkeit, Drogenrouten und Waffenrouten gemeinsam, alle, komplett alle einzunehmen. Und den Staat mal wieder in die Richtung zu lenken, wie wir es wollen. Wie damals mit dem Syndikat. Statt 4 Familien, diesmal 2. Warum wir Schwarzgeld brauchen, werdet ihr schon sehen. Das war von Anfang an dein Plan, oder? Mit dem Syndikat. Ich hätte nur nicht gedacht, dass der Staat so schwach ist, dass es damals in 2 Tagen klappt. Ich weiß nicht, was bei dir abgeht, Raven. Aber ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Da war ich enttäuscht. Ich sag's Ihnen ehrlich, wie es ist. Danke dir, Bro. Ehrlich. Wenn es so weitergeht, knacken wir heute die 8000. Wir haben also 2 Monopole. Kuss, Bro. Einmal Waffen, einmal Schwarzgeld. Seh. Wie kommen wir zusammen? Was stellt ihr euch vor? Ja, ich denke, wir werden das noch ein wenig ausarbeiten. Die Frage ist, was möchtet ihr denn? Darf ich was sagen oder willst du? Ja klar, kannst reden, sag was. Ich möchte ganz gerne Waffenpreise, die einigermaßen nachvollziehbar sind. Für mich persönlich oder für das, was sonst auf dem Graumarkt gehandelt wird. King und Bayro, Dankeschön. Ja, Bueno, du weißt aber, dass durch die Grenzen die Preise natürlich gestiegen sind. Oh, Bitcoin, ich bitte dich. Du fliegst mit dem Helikopter mit 300 Kilo Waffenteilen rüber und holst 20 Waffen aus. Das geht nicht, Hermano, weil du dann direkt abgeschossen wirst. Unmöglich. Freddy, informieren Sie sich mal, was die Bundeswehr alles vorhat. Die haben jetzt Jets im Einsatz. Ja, vor, aber doch nicht jetzt. Ja, ich habe euch doch gestern Morgen noch mit einem Transport durch die Stadt fahren sehen. Und wie wär's, wenn man das über das Wasser macht? Geht nicht. Zäune und Küstenwache. Wir haben die Marine und die Luftwaffe offiziell eingeführt. Wasser und Luft könnt ihr komplett vergessen. Auch wir werden nicht, quasi wenn man gezwungen, so hochfliegt, wie es geht. Bei allem Respekt. No. Unmöglich. Bei allem Respekt. Erzählt mir nicht, dass ihr nicht morgens um 10 Uhr aufsteht und einfach Waffen produzieren geht. Ich habe euch regelmäßig fahren sehen. Und da ist kein Bundeswehrler oder Polizist wach, der groß dagegen anstinken kann. Das heute wird. Hör zu, Freddy, das ist ganz einfache Politik, Hermano. Ein schwererer Weg führt zu höheren Preisen. Und genau deswegen könnt ihr auch. Welche Drogenroute von euch ist dort über der Linie? Das wissen Sie. Kokain? Koks, ne? Unter anderem, ja, Kokain. Okay, diese Route könnt ihr schon mal definitiv mehr für verlangen. Weil sie hinter einer Linie ist. Von diese, das ist einfach so. Macht wenig Sinn, weil die Leute genau da hinfahren müssen. Nur wenn ihr die... Ach, ihr arbeitet ja gar nicht selber auf den Routen, sieh?
Aber für die Leute ist es halt schwieriger, außerhalb der ganzen zu farmen, ja, anstatt wenn die das jetzt hier in der Stadt machen würden. Ne? Die Route wird tot werden. Die Route ist tot, genau, deswegen kannst du auch nicht mehr dafür verlangen. Sehe, ich dachte ja, ich habe im Kopf gehabt, dass ihr dort arbeitet und dann in die Stadt fährt, um es zu verkaufen. Für uns ist es unkompliziert. So, wir haben Transportwege, Wege und Mittel, das ist nicht das Problem, aber für die Kunden. Ja, sehe. Das gleiche Problem habt ihr doch auch, oder nicht? Also ich rede offen mit Julia, euch. Danke schön. Wenn ihr es dann auch mit mir tut. See. Ich habe auf jeden Fall schon Gedanken für Preise im Kopf, die wir dann in Schwarzgeld bezahlen werden. Wer Schwarzgeld braucht, das wissen wir. Und wir wissen, dass oder ihr wisst, dass wir gerne Waffen haben möchten. Bueno. Ich küsse euer Herz, Big Black. Danke dir auch. Bevor wir noch eine Sache will ich noch Dankeschön. Fragen. Wenn wir doch jetzt hier schon anfangen, uns ein bisschen entgegenzukommen und anscheinend Geschäfte zu machen, werden ja eh nochmal mit den Familien darüber reden. Aber eine Sache würde mich doch noch interessieren, das ist ein ganz anderes Thema. Besitzt du eine Drogenroute, ja oder nein, Bitcoin? Ich besitze eine Drogenroute, sie. Okay, welche ist es? Willst du mir das sagen? Das ist die zweite Route auf der Insel, Amphetamin. Okay. Raven, danke. Danke, gibt es da noch eine? No. Ich habe jetzt mit offenen Karten gespielt und das war die Wahrheit über die Drogen. Ugis, warten Sie. Ich möchte nicht, dass wir vor allen Familien verkünden, dass wir Geschäftspartner sind. Damit nehmen wir uns eine extrem starke Waffe. Das tun wir nicht. Wenn wir nämlich weiterhin die Feinde nach außen spielen, werden sich diejenigen, die Kali-Kartell am Boden sehen wollen, mit euch verbünden. Oder mit euch austauschen und diejenigen, die OGs am Boden sehen, wollen sich mit uns austauschen. Bitte lieber rein in den Chat. Komplett voll. Nach außen weiterhin Feinde, haben wir einen Informationsvorteil. Digga, einfach eine 50er Support. Welchen Vorteil zieht ihr aus so einem vermeintlichen, in Anführungszeichen, Bündnis? Wir müssen uns ja hier vorsichtig ausdrücken. Big Black, der hat reingeklatscht. Ich küsse doch sein Herz, Geschäftspartnerschaft. Mann. Ich küsse doch sein Herz, Big B. Danke dir, Bro. Unser Vorteil ist ganz klar. Big B, krasser Supporter seit Tag 1, sag ich euch ehrlich. Vielleicht sogar für einen guten Preis. Was ist euer Vorteil? Sie kriegen Schwarzgeld. Sie. Schwarzgeld. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil. Hermanos, so, mit dieser Art von Geschäften, die wir machen, haben wir uns gegenseitig Respekt zugesprochen. Und das ist für mich, um ehrlich zu sein, auch eine wichtige Sache. Raven, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Jetzt geht's dir richtig los. Ich danke dir, Bro. Wenn man Geschäfte miteinander macht. See. Respekt und Vertrauen. Digga. Allah, ich küsse euer Herz, Mann. Wir haben einfach die 8000 wieder, Digga. Unglaublich. Freddy, ich wollte dich nicht vom... Ich wollte nicht den Kontext ablenken. Führ weiter das Gespräch fort, bitte. Schläft die, macht mal Liebe in den Chat. Ich denke, dass Bitcoin und Herr Breitenberg sich darüber Gedanken machen müssen, besonders mit Fasi wahrscheinlich, was für sie ähnliche Preise wären. Du hast doch gesagt, du hast schon welche im Kopf, Hermano. Was denkst du? Ja, aber davon muss ich auch vorher mit Sergen sprechen, ob er das auch abhaken will. Da sind wir quasi beide, wir haben die Hände gebunden. Damit wir die Preise ausrechnen können, eine Frage. Wie funktioniert das genau mit dem Schwarzgeld? Wie kommt ihr dran und was für ein Kurs ist dahinter? Ich hab doch selber eine Drogenroute, das wisst ihr doch. Wir beschäftigen uns nicht damit. Wir haben nichts damit zu tun. Wem hat die ursprünglich eigentlich gehört, als sie euch gegeben wurde? Nun, ich werde sie jetzt in der nächsten Zeit den rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgeben. Ja, auf jeden Fall förderlich fürs Geschäft, ja. Ich sag euch ehrlich, wie es ist, Hermanus. Ich habe sie unter einer Bedingung behalten. Ja. Ich wollte eigentlich... Nun, ich dachte, dass OGs einen Kriegsvertrag gegen Kali stellt. Weil wir als Kali versuchen, niemals einen Kriegsvertrag zu stellen. Und diese Route dabei einsetzen. Und dann, wenn ihr die Route bekommen hättet, hättet ihr sie bekommen. Das Problem ist... Juli, ich danke dir vom Herzen. Vielen Dank. Das Problem ist, dass diese Route nun jemandem gehört. Und das keine gute Sache wäre, wenn ich das getan hätte. Aber das wäre meine letzte Möglichkeit gewesen, um zu sagen, sí, komm, bueno, wir machen diesen Krieg. No problema. Wir sind bereit. Genauso wie ihr bereit seid. Aber ich denke, dass ich das jetzt geklärt hat, habe ich euch auch ehrlich gesagt, dass ich eine Route habe. Sí. Okay. Aber ist das schon länger kein Geheimnis mehr, ne? Das war kein Geheimnis, nein. Ja, allerdings hätte ich sie schon vorgestern, schon längst abgeben können.
Schon längst. Habe ich nicht gemacht. Es ist nur mal schön, die Wahrheit aus deinem Mund zu hören. Ja, Maraki, sie kommt öfter aus meinem Mund, als du denkst, das kannst du mir was glauben. Was mich halt mal interessieren würde, wer nimmt die halt freiwillig, ne? Weil mittlerweile jeder weiß, was wir vorhaben. Ja, gibt's genug, hermano. Gibt's ja. Wirklich genug. Sie definitiv. Selbst Artisch wollte sich die Drogenroute von der LCN holen und war klar, dass sie ihr dann wiederkommt und so weiter, aber das war den Scheißegal. Und die LCN hat auch absolut keine Angst vor euch, kann ich euch versichern. Aber die haben doch, sag mal schnell, die haben doch um Waffen den Krieg geführt, oder nicht? Ja, Waffen und Geld. Um Waffen, richtig, genau. Weil Blanco keine Route hatte zum Einsatz mehr. Na eben. Genau, richtig. Bewegt euch einmal, Ramos. Hat sich der Krieg, ist der jetzt eigentlich vorbei? Ja, die LCN hat Artisch überrannt. Digga, was macht ihr, Raven? Ich küsse dein Herz. Gut. Die Raven stand... Ach, mierda. Die LCN stand kurz vor... Ach, mierda. Die LCN stand kurz vor dem Bruch. Und als sie dann den Krieg gewonnen haben, mierda, jetzt sind sie stärker denn je. Ich küsse dein Herz, Raven. Digga, was hast du mit mir gemacht? Nein. Raven, wer ist Raven? Ich habe einen Mann bei der LCN einschleusen können, der in Kürze der neue Zwölfer wird. Die sind kurz davor, sich zu spalten. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass wir so ehrlich sind, Breitenberg, aber okay. Ach so, Verzeihung, ich dachte, wir wären jetzt Freunde. Meint also, vergessen Sie es. Habt ihr euch die Hand gegeben, Sergen Bitcoin? Naja, wir sind noch nicht am Ende des Gesprächs. Breitenberg, netter Versuch, ja. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, mierda. Warte, Vito. Das war jetzt Fitner gerade von Breitenberg, sie? Ja. 100%? Was heißt Fitner, aber halt vielleicht sogar eine Unwahrheit, ne? Spricht man das sogar weiter oder spricht die LCN direkt drauf an, ne? Mein Freund. Aber ich wüsste nicht, warum das ein Herr Breitenberg jetzt sagen sollte. Mein Freund. Ich hatte mehr Männer in anderen Familien, als Kali jemals Mitglieder hat. Das Ding ist, das stimmt wirklich. Wir haben wirklich da einen reingebracht. Kann schon gut möglich sein, ne? Das ist so schlimm. Mehr Männer in dieser Stadt denken immer, die sind schlau, Chat. Das ist so lustig, Wallah. Die denken echt, das ist lustig. Das wissen ja auch einige. Es wird bald was bei der LCN passieren. Ja. Das ist meine Spezialität. Glaubt aber trotzdem keiner. Ja, weil die keine Ahnung haben, weil sie immer denken, sie sind schlau. Ja, aber solche Informationen streuen in der Regel nicht, ne? Mich stört das gar nicht. Nicht? Ich kann jede Information rausrücken und habe keinen Nachteil dadurch. Nun ja. Alles gut, Hermanos. Ich denke, wir sollten erstmal versuchen, nicht jedes Wort als Lüge abzustempeln. Oder jeden Satz. Das wird sonst schwierig für die Kooperation. Ich würde sogar noch viel weiter gehen. Wir sollten doch erstmal versuchen, wirklich mit Respekt, nicht nur, dass wir uns hier vermeintlich gegenseitig vertrauen, mit Respekt gegenüber zu stehen. Ich weiß ja nicht, wie ernst du gerade das gemeint hast, ob wir den Namen Oktogramm ändern sollen, nicht. Sollen wir den Namen immer noch ändern? Schlag uns was vor. Nein. Die OGs? Nein, warum? Ja, OGs, Oktogramm. Also ich an eurer Stelle. Was ist daran so verwerflich? Ich an eurer Stelle hätte den niemals weitergeführt. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ich an eurer Stelle niemals. Ich trage keine gebrauchte Unterwäsche, sage ich euch ehrlich, Hermano. Diese. Dieses Etwas, was Olaf Scharf aufgebaut hat, das war eine Bruderschaft. Sie waren von der Straße. Sie haben gegenseitig Spaß gehabt. Sie waren niemanden, die wollten sich nicht in die großen Geschäfte einmischen. Sie wollten einfach nur eine Achtertruppe sein, die gegenseitig ihr Spaß hat, Mirda. Die Banküberfälle macht und so weiter. Ja. Richtig, Räuber. Genau richtig. Das war genau schon richtig. Während der Anwesenheit von Olaf Scharf schon wieder mehr als eine Achtertruppe gewesen damals. Ja, also aber er wollte es nie. Kannst du mir vorstellen? Sorry. Hatte das Konzept ja selber ein bisschen verworfen. Und tatsächlich sind wir eine neue Generation und machen halt sehr vieles sehr anders. Ne? Ihr seid keine neue Generation. Wir sind tatsächlich auch sehr erfolgreich damit. Ne? Ihr habt aber, Hermano, mit der Moral, hört zu. No, ich sage nur, wenn ich an eurer Stelle wäre, was soll ich dann da machen? Ich sage euch nur, ihr habt nichts 0,000 mit den originalen OGs gemeinsam.
Das ist ja nicht mal böse gemeint. Aber diese Prinzipien, von denen du redest, ich kann es ja nachvollziehen. Ich gehöre zu einer der wenigen, die seit Tag 1 fast schon dabei waren. Ich war einer der Ersten, die dort rekrutiert wurden. Ja, einer der Ersten, aber nicht der Erste. Aber daran haben sie, schon an dem Punkt was dran geändert, an diesen Prinzipien, nachdem sie angefangen haben, Leute zu rekrutieren. Stimmt nicht, ich war bei der Gründung dabei. Sie haben von Anfang an gesagt, erstmal wollen sie 8 bleiben. Und der innere Kern. Und später nehmen sie noch mehr Leute. Das habe ich denen sogar geraten. Hermano, du weißt nicht, wie viel ich denen zugesprochen habe. Raven, ja. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Was geht ab? Und des Weiteren, ihr habt deren Prinzipien 0,0, Hermano. Sie wollten niemals die ganzen Drogenrouten und so weiter. Ich sage nur, ihr habt nichts mit den OGs zu tun. Das war's, Hermano. Der Rest ist eure Interpretation. Der Punkt ist halt, warum darf sich eine Familie oder sowas nicht weiterentwickeln oder verändern? Darf ich euch einen Vorschlag bringen? Hat früher Pfeffermühlen hergestellt und heutzutage machen sie Autos. So, richtig. Das hat auch nichts miteinander zu tun und trotzdem ist es Peugeot. Shell hat Muscheln verkauft und jetzt ist es eine Tankstelle. Aber nur mal so als Ratschlag für euch. Wenn ihr einen komplett neuen Namen annehmt, dann könnt ihr auch neu mit dem Marketing beginnen. Euch einen neuen Ruf aufbauen. Und selbst wenn ihr OGs bleiben wollt, warum dann zum Beispiel nicht Original Gangsters? See. Das hört sich cool an. Oktogramm ergibt keinen OGs. Sinn. Ich sage nur, Hermano, das, was ich gemacht hätte an eurer Stelle. Was ihr machen sollt. Davon redet niemand. Das ist nämlich eure Sache. Wurde nicht geschossen bis jetzt? Was machst du hier, Loco? Du kannst einmal in die Luft schießen, Loco. Kein Problem. Ich war ganze Zeit, keine Ahnung. Ich hab mir Frauen angeguckt, aber ich bin wieder da. Komm zurück. Hepfei, danke dir auch. Also ich verstehe euren Punkt. Soll ich glaube, verstehe einen neuen Punkt, aber... Oh, ich muss essen. Ja? Ich esse mal was. Bewegt euch mal. Also das ist wirklich nur ein... Was wir machen würden, wenn wir ihr wärt, ne? Mehr ist es genau. Seid ihr nicht das sehr gut, deswegen können wir ja fortfahren, ne? Mit dem, wo wir eben waren. Scheiße. Oh. Ich finde zum Beispiel auch nicht gut. Ja, du bist ziemlich zickig, wenn es um den Namen geht. Veto. Nicht? Nee. Extrem. Wir kommen nur vom Thema ab, weil das war am Anfang eine reine Provokation von euch. Also eigentlich nicht. Marek hat direkt gerade eben nochmal danach gefragt. Aber schau mal, deswegen. Ja. Marek hat danach gefragt. Schau mal, ich habe euch sehr freundlich empfangen am Anfang, ja. Ihr seid hierher gekommen, das Gespräch angefangen und habt direkt Themen aufgegriffen, die überhaupt gar nicht Thema waren. Ihr habt mehrfach unterbrochen und das fand ich auch ziemlich disrespektvoll. Ja? Mhm. Das ist nur meine Ansicht. Deswegen wüsste ich gerade nicht, ich bin auch gerade ein bisschen unentspannt. Ja, noch so entspannt wie die Leadership von mir bin ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, Ansichtssache. Ne? Ja, das ist nur mein Wort dazu. Es geht auch darum, dass einfach, ich denke schon. Das Auftreten fand ich halt nicht respektvoll von euch. Natürlich nicht, so wie... Da hat er recht. So, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht, Hermano. Es waren noch viele Sachen nicht korrekt, die ihr gemacht habt. Oder... Aber man hat euch doch ganz normal angesprochen und ihr La Chico hier, da und dann war schon wieder die nächste Sache Thema, die überhaupt gar nicht Thema ist. So, und dann sind sehr viele Sachen gefallen, ja. Die komplette, überhaupt nichts. Stressprovozieren gewesen. Sag euch warum. Mehr war das halt nicht. Stressprovozieren auf gar keinen Fall. Eigentlich war das sogar notwendig. Wissen Sie warum? Wenn zwei Brüder sich streiten, müssen sie sich auch mal aussprechen. Dann sind sie jahrelang miteinander verfeindet, auch wenn sie Brüder sind. Sowas war wichtig. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben viele Missverständnisse. Ja, das ist sehr krasse Doppelmoral. Ist wirklich so. Wir sind einfach nur respektlos, mischen uns in eure Sachen ein. No. Wir dachten dasselbe von euch und jetzt weiß jeder, was Sache ist. Weißt du auch, was passiert ist, Vito, ob du willst oder nicht, Hermano? Ihr habt eine Sache in den Raum gestellt, wir haben sie dann aufklären wollen und dann habt ihr gesagt, ja, das tut ja jetzt hier nicht zur Sache. Du musst verstehen, Vito, dass in diesem Gespräch einiges nicht so gelaufen hat, was wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Im Endeffekt... Ja, der hat was anderes gemeint, was ich zur Sache stand. Das so, Thema war, wie gesagt, das mit den Langwaffen. Aber das haben wir jetzt geklärt, ja. Ich denke mal, beide Seiten sind sich einig, dass wir sowas in Zukunft nicht brauchen, oder? Ja, klar. Ist ja. Ja, richtig. Und wenn ich euch schon Informationen schenke, wie seit Tag 1 auch den alten OGs, dann sagt bitte nicht, dass es Lügen sind. Ich habe euch auch vor dem Terrorstatus gewarnt. Sie haben uns auch von der Mauer erzählt. Richtig. Ich erzähle euch seit Tag 1 alles, was ich kriege. Naja, fast alles. Fast alles.
einige Sachen, einige Details werden weggelassen. Die wichtigen. Richtig. Alles klar. Haben wir uns alle wieder lieb? Nein, Loco. Solange wir keine Körperflüssigkeiten austauschen. Ja, komm. Nein. Sag mal, Bitcoin, wusstest du, dass Loco einige Präferenzen hat zur anderen Seite? No, hat er nicht. Er ist mein Sohn und das liegt uns im Blut, dass wir sowas nicht haben. Verstehe. Touché. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns genug an diesem schönen Feuer aufgewärmt. Und wir wissen jetzt Bescheid. Ey, die checken das nicht. Wie wir weitermachen. Quatschen wir morgen, oder? Genau. Freddy, du kannst ja etwas ausarbeiten bezüglich den... Ja, ich hab schon was ihr euch so vorstellt und so weiter. Und wir machen das Gleiche. Eine Info. Genau. Schwarzgeld. Sagen wir 100.000 Grün. Wie viel Schwarzgeld ist das oder andersrum? Ich glaube, 20 oder 15 oder 20% wird da. Kommt drauf an, was die Wäsche zahlt. Ja, genau. Nutzt ihr eure eigene Wäsche oder nutzt ihr die im Continental? Kommt auch da ganz drauf an. Mhm. Wir sind nicht Geschäftspartner. Na gut. Die Geldwäsche. Wer hupt denn da vorm Anwesen? Wer hupt da so nervig? Breitenberg, uns ist durch. Adrian, kannst du bitte gucken? Das Continental den Cut behält. Ich guck schon, alles gut. Ja, ja. Im Gegensatz das ist aber zu erst den uns hier waschen. Ja, ich weiß. Aber spielt trotzdem eine Rolle. Wer bist du? Ach, Sheriff, komm mal. Also, Heide. Komm hoch, aber... Alles klar, doch. Dann lassen wir euch mal alleine. Warum schon geht das nicht hier wird? Ja, das wird das turbulente, aber am Ende auch erfolgreiche Gespräch. Oder sehe ich das falsch? Doch, sehr erfolgreich. Sagen wir, es geht in eine interessante Richtung. Vielleicht definitiv. Schreibt Dortmund ein neues Kapitel, wer weiß. Ja, das stimmt. Und vergiss nicht, Hermanos. Damals haben wir uns nur getrennt, weil wir diese Leute ja nicht alle niedermetzeln wollten. Wir haben das für die Stadt gemacht, also vergiss das nicht. Adios. Adios. Schönen Abend, Mr. Bitcoin und Breitenbeck. Schönen Abend. Ciao. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva La Cartel. OGs Platz, Freddy May wieder am Bell. Die Ehre und der Stolz von Frank sind mal wieder sehr gekränkt.